Hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Und heute soll es wieder um das Thema Yoga, Leben und Gesundheit gehen. Heute mal eine spirituelle Geschichte. Wieder einfach. Einfach ist immer gut. Nun, es geht um Milarepa, einen weisen Menschen, und dieser wanderte durch die Berge auf der Suche nach Erleuchtung und hat einen Mann getroffen, der einen schweren Sack auf seinen Schultern trug. Und als er ihn so angesehen hat, hat er gewusst, der kennt sich aus, der kennt das Leben, der ist vielleicht erleuchtet. Und dann fragt er ihn: Alter Mann, hey, was weißt du? Kannst du mir was erzählen, was mir für mein Leben weiterhilft? Was ist Erleuchtung? Und der alte Mann, ohne ein Wort zu sagen, hat seinen Sack genommen und ihn runtergeworfen von den Schultern. Und Milarepa hat sofort verstanden: danke, ich habe es gecheckt. Die Last des Lebens von den Schultern schmeißen. Und darf ich noch eine Frage stellen, sagte Milarepa. Was kommt nach der Erleuchtung? Und der alte Mann nahm seinen Sack und packte ihn wieder auf die Schultern und ging lachend seines Weges. Nun, man strebt nach Erleuchtung. Das ist vielleicht so wie die Last des Lebens, die einen erdrückt oder schwer macht, von den Schultern werfen. Doch wie geht es dann weiter, wenn man erleuchtet ist? Nun, wenn alle Menschen erleuchtet sind, dann löst sich wohl die Welt wieder auf. Und dann, wie es auch immer ist, entsteht die Welt von Neuem. Und dann geht's wieder los. Dann bekommt man wieder die Dualität, hat wieder sein Rucksäckchen des Karma auf dem Rücken und es geht wieder weiter. Das ist so manchmal das erschreckende Paradoxe. Man strebt nach Erleuchtung und nach der Erleuchtung wird man irgendwann wieder in die Dualität geworfen und dann geht dasselbe Spiel von vorne los. Das heißt, man versucht sich von dem Kreislauf der Wiedergeburten zu befreien, in dem Wissen, wenn ich es geschafft habe, geht es irgendwann wieder auf die Erde oder auf einen Planeten, um wieder weiterzumachen. Und so ist es auch im Götterhimmel. Da gibt es Asketen, weise Männer, erleuchtete Männer, göttliche Männer, Wesen, Frauen natürlich auch. Und irgendwann ist so das gute Karma vielleicht verbraucht und dann fallen sie zurück auf die Erde oder sie machen irgendeinen Blödsinn und dann fallen sie wieder auf die Erde, werden wieder geboren, verlieren viele Fähigkeiten und dann sind sie auf der Erde und dann machen sie wieder Askese und Übungen und dann werden sie wieder in den Himmel genommen und dann ist es ein ständiges Hin und Her, rauf und runter. Und wie der Mann, der hat sich, glaub, gar nicht viel Gedanken gemacht, der hat seinen Sack getragen, wenn es Zeit war, hat ihn runtergeworfen und dann geht es weiter. Und so könnte man nicht sagen, es ist, wie es ist. Man strebt nach Erleuchtung, nach Frieden und dann weiß man, wenn man Frieden hat, gibt es irgendwann wieder was anderes. Das heißt, es ist ein ständiger Kreislauf der Zeit, der Leben, der Geburten, des Karmas. Es geht immer weiter. Und wie gesagt, wenn wohl alle Menschen mal erleuchtet sind, löst sich vielleicht die Welt auf,
Dann gibt es einen 9-Uhr-Knall und dann geht es weiter. Also es ist ein ständiger Prozess. Auf der Erde weiß man sowieso, es ist ein ständiges Auf und Ab. Man hat ein Thema erledigt, ein Problem gelöst, ein Karma-Teilchen aufgelöst. Und dann kommt man zum nächsten Karma-Teilchen, zum nächsten Problem, zum nächsten Lebensthema. Und dann geht es immer so weiter, wenn man alles abgelegt hätte, da braucht man schon viele Leben dazu, dann geht es irgendwann immer wieder weiter. Ja, und so gibt es viele kluge Männer. Auch Milarepa war dann ein Weiser aus Tibet. Und wie das so ist, diese weisen Menschen, das geht nicht einfach so, dass man dann erleuchtet ist, sondern in der Regel muss man viel Karma-Arbeit leisten, viele Lebensthemen abarbeiten, bis man so weit kommt. Und das ist der Weg, wenn man eben erkannt hat, man hat die Last auf dem Rücken, aber kann sie immer mal runterwerfen, dass es leichter wird, dann hat man schon mal viel geschafft, wenn man überhaupt erkennt, ich habe da so einen Sack hinten drauf. Aber dann weiß man auf der Erde, es geht wieder weiter. Und wie gesagt, auch die Welten, die geboren werden, vergehen, es ist immer wieder ein Erschaffen, Leben und dann wieder zerstören, also ein ständiger Kreislauf, eine ständige Rotation. Und wenn man das dann mal so hört am Anfang, ich mache Yoga, dass ich Frieden, Freude, Freiheit bekomme, erleuchtet bin und dann höre, naja, wenn ich es geschafft habe, geht es irgendwann wieder von neuem los, dann wird man wieder völlig aus der Bahn geschmissen, weil man sowas nicht begreifen kann mit dem Denken. Und dann, so wie in der Sisyphos-Arbeit, man rollt den Stein den Berg rauf, wie dieser Grieche, und dann rollt er auf der anderen Seite wieder runter. Und so strebt man nach Erleuchtung, dann ist man erleuchtet und dann fällt man wieder auf die Erde oder auf einen Planeten und dann geht es wieder von neuem weiter. So ein ständiger Kreislauf. Nun, das war's mal wieder. Ein kurzes Video heute zum Thema Yoga, Leben und Gesundheit, Weisheiten aus dem Yoga. Und gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren, Likes hinterlassen und auch Wünsche für weitere Videos äußern. Mal schauen, wenn ich mich auskenne, mache ich das. Und bis bald!